Gott beraten, voll des Geistes, voll der Kraft. Leuchtest du durch Wundertaten und durch hohe Wissenschaft, zeigst geführt von höherer Gnade, eifervoll des Heiles Pfade. Doch dein heiliges Bemühen reißt zum Hass die Feinde hin. Fleh, dass wir nach deinem Bilde liebreich gegen Feinde sein, dass wir schonend, gütig, milde jedem, der uns kränkt, verzeihen, dass wir dir im Glauben gleichen, nie von Recht und Wahrheit weichen und den Himmel offen sehen, wenn wir einst von hinnen gehen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige Menschen erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Stephanus aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Nach diesen Worten starb er. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Am zweiten Weihnachtsfeiertag denken wir an den Märtyrer Stephanus. Wir denken an einen blutrünstigen Mord, der die Weihnachtsfreude doch trübt. Oder auch nicht, weil man sich irgendwie dran gewöhnt hat und dass die Weihnachtsfreude eben viel mächtiger ist als das Gedenken daran. Die Stephanskirche hier in Mindorf hat keine gerade Achse. Man nimmt das wahr, aber man gewöhnt sich auch wieder sehr schnell dran, wie man sich eben an so vieles gewöhnt. So ging es den Menschen damals, die bei Stephans Steinigung dabei waren, und so geht es vielleicht auch uns. Die Deckenbemalung hier in dieser Kirche ist aber außergewöhnlich schön, im Kircheninneren und auch in der Sakristei. Über der nicht ganz gerade ausgerichteten Kirche wölbt sich ein Deckengemälde, das uns den offenen Himmel symbolisiert. In der Sakristei am Rand des Geschehens genau das Gleiche. Die schöne Decke, der geöffnete Himmel, öffnet sich über unserem Leben, das auch nicht ganz gerade ist. Und dieser Himmel hat sich vor 2000 Jahren in Bethlehem geöffnet, am Rand der Welt und trotzdem für uns alle. Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten.